Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es mal wieder um 5 coole Apps und Spiele für den Alltag gehen. Also, viel Spaß! Fangen wir gleich mit dem ersten Spiel an und das Ganze ist ein wahrer Klassiker, jetzt wieder in etwas neuerer Auflage, und zwar Cut the Rope Magic. Das Prinzip von Cut the Rope kennt ihr vielleicht schon, und zwar müsst ihr einfach diesem kleinen Monster hier seine geliebten Süßigkeiten geben. Das Ganze, indem man einfach Seile durchschneidet und so ein bisschen guckt, wie kann man das Ganze anstellen und dabei natürlich alle möglichen Sterne einsammeln. Das Coole hierbei mit diesem Magic ist sozusagen, dass man hier noch so ein paar weitere Funktionen hat, wie zum Beispiel Luftwirbel, oder man kann hier auch so einen kleinen Vogel sozusagen entstehen lassen, damit man hier an bestimmte Sterne oder an bestimmte Stellen noch etwas näher rankommt. Finde ich persönlich auf jeden Fall sehr cool vom Spielprinzip. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, das ist die etwas nervige Werbung. Dafür ist das Spiel allerdings kostenlos. Kommen wir auch schon gleich zur nächsten App, und die ist wirklich sehr, sehr praktisch für die Leute, die jetzt sehr viele alte Fotos noch nicht digital haben, also halt noch wirklich richtige Fotos, wie man sie halt vor einigen Jahrzehnten noch gemacht hat, und die kann man halt mit dieser App ganz einfach digitalisieren, und das funktioniert wirklich sehr, sehr simpel, denn man muss jetzt einfach das Foto auf den Tisch legen. Ich habe das hier auf einem weißen Tisch gemacht, ohne großen Lichteinfall, und das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Dann werden diese Bilder automatisch erkannt und digitalisiert. Man kann dann hier noch Filter hinzufügen, die zuschneiden und so weiter, ist allerdings in der kostenlosen Variante nicht vorhanden. Die kostenlose Variante reicht aber für den Normalo, sag ich mal, völlig aus, und ist wirklich kinderleicht, hier mit Bilder zu digitalisieren. Die kann man natürlich dann auch einfach weiter verschicken über Nachrichten, E-Mail, was auch immer. Finde ich persönlich auf jeden Fall eine sehr, sehr praktische App. Kommen wir schon gleich zur nächsten App, diese nennt sich Peak, und das ist so eine Art Gehirntrainer, sage ich mal. Denn man kann hier so ein bisschen das Gehirn auffrischen, indem man halt kleinere Übungen macht und das Ganze dann halt hier mit dieser App, ich sag mal, recht spielerisch verwirklicht. Denn hier gibt es wirklich eine Unmengen Anzahl an kleinen Minispielen oder kleinen generellen Aufgaben, die man halt hiermit machen muss. Zum Beispiel muss man hier in dieser Aufgabe auswählen, ob die Zahl gerade oder ungerade ist und ob der Buchstabe ein Vokal ist oder nicht. Die Vielfalt dieser App ist wirklich richtig, richtig groß. Es gibt aber nur einen recht kleinen Rahmen an Spielen, bei dem das Ganze kostenlos ist. Da natürlich da auch schon etliche Entwicklung hintersteckt, möchte natürlich auch der Entwickler irgendwie davon profitieren. Dennoch kann man täglich so ein kleines Training absolvieren, und mir ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, und ich finde, es ist auf jeden Fall den einen oder anderen was dabei. Jetzt geht es aber wieder um ein Spiel, und dieses nennt sich Ultimate Watch, und das Spielprinzip hier hinter ist wirklich recht simpel. Man hat hier 4 verschiedene Farben in diesem Kreis und einen Zeiger, und der Zeiger hat immer eine bestimmte Farbe, und man muss dann auf das Display tippen, wenn der Zeiger auf diese Farbe zeigt. Am Anfang ist es noch relativ einfach, aber das geht natürlich immer schneller und schneller, und dann ist es schon manchmal ganz schön tricky. Mein Rekord liegt, glaube ich, bei 80 Punkten, und wenn ihr das Spiel auch spielt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was so euer Highscore ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut für den Zeitvertreib, wenn einmal so ein bisschen langweilig ist, dann macht das echt Spaß, oder wenn man irgendwie beim Fernsehen gucken oder so irgendwas spielen möchte, dann ist es auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. Kommen wir schon zum letzten Spiel, dieses nennt sich Snake, abgekürzt SN, also darunter findet man es dann in den Stores, und dieses Spiel beruht eigentlich auf dem Prinzip von Snake. Man muss jetzt hier vereinzelte Kugeln einsammeln, und je mehr man halt einsammelt, desto mehr Punkte bekommt man, und man darf sich selbst dann natürlich nicht berühren oder stehen bleiben, dann ist das Spiel vorbei. Ist eigentlich selbsterklärend und macht auch ebenfalls sehr viel Spaß, wird zwischendurch auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Das war's dann auch schon wieder von diesen Apps heute, und ich hoffe, es hat euch wie immer gut gefallen. Schreibt doch gerne eure App-Vorschläge unten in die Kommentare, wenn ihr sagt, die sind gut, die kannst du dir gerne mal angucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video. Bis dann, macht es gut. Tschüss.